Hast du irgendwelche Strategien? Weil mir ist tatsächlich gerade eingefallen, die ich von Kinso und Commander Zia abgeguckt habe. Ich probiere die jetzt einfach mal. Mal gucken, ob es funktioniert. Und zwar, dass man zuerst hinten beim Pierce-Store campt, dort alles wegholt und wenn dann dort eine Karte ankommt, die dort wegholt, wenn sie quasi in diesem Safe-Spot steht. Also ich fange immer oben mit dem Weingeschäft an. Ich eigentlich eigentlich auch, aber wenn wir jetzt zu zweit sind und du das Weingeschäft schon machst, probiere ich jetzt einfach mal das hier. Weingeschäft, dann das Juweliergeschäft, als nächstes das Auto, also hier der Lamborghini, der da drin steht. Wie lange die beiden einfach brauchen, mich zu entdecken. Richtige Playmobil-Spieler halt einfach. So, Nummer 1. Und wenn ich mal fesseln dürfte, Nummer 2. Ich denke, ich kann schon mal kurz den Safe machen, weil wenn hier das Geld drin ist, dann können wir uns ja den anderen sparen. Du musst ja mal sagen, wenn bei mir hier eine Guard ist, dass ich die wegholen kann. Weißt du, was echt traurig ist, dass es hier 4, dass es hier 5 Guards gibt. Wären es 4, wäre es easy. Aber die fünfte macht das halt ein bisschen beschissen. Also zurzeit sind es 8 und die 2 draußen. Ja, ich weiß, aber 3 draußen, 2 unten, 3 oben. I would give you my heart, pretty. Ja. Ich weiß, ich mag das Lied einfach richtig. Das ist so mit dem Alessio High Soundtrack einfach so mein Liebling. Shit, empty. Okay, da ist eine Guard. Gut. Eine Guard weniger. Vor allem, wenn man nicht will, dass man diesen Heist stealth, das hat ja Dings hier gesagt, ne? Warum haben die Guards dann hier Pager? Ja. Ich meine, klar, ich kann mir vorstellen, dass es generell so programmiert wurde, dass solange der Land noch nicht losgeht, das so ist. Aber warum zum Teufel machen die das denn dann? Ich sehe darin keinen Sinn. Außer vielleicht in der Idee, dass sie das halt wirklich stealth wollten. Ja, das ist immer noch so ein bisschen Mysterium. Genauso wie sie auch meinten, dass Firestarter Day One nicht stealthbar ist. Ja, warum gibt's denn dann Camps und Laufwege und alles? Ja. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Na komm, jetzt melde dich zu Wort. Ich habe jetzt hier das halbe Glas von oben zerstört. Normalerweise ist der jetzt schon so, boah, ihr habt so viel gemacht, ihr seid so geil. Der liebe Vlad. Ich habe jetzt inzwischen übrigens knapp 3/4 aller Jobs, glaube ich, inzwischen mit auf allen Schwierigkeitsgradstufen abgeschlossen. Oh fuck, nein, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Jetzt wollte ich die schon downswingen, dann sehe ich, dass da hinten gerade hier der die zivile Völkerwanderung stattfindet. Hast du schon eine Guard gekillt? Oder sind wir noch bei 2 Guards, die hier oben noch am rumrennen sind momentan? Ich habe noch keinen gekillt. Ich überlasse es dir. Das heißt, du überlässt es mir, du... Oh, dankeschön. Warte mal. Ja, ich kann einen rausnehmen, wenn du willst. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist halt, ob du das safe rauskriegst. Ich muss nur als nächstes in den Juwelierladen rein, den runterrufen und dann ist es... eigentlich kein Problem. Oh, shit. Das war knapp. Das war knapp. Vor allem, die singt jetzt halt einfach bei der Page-Up-Anforderung. Oh, sorry! Wollte ich nicht. Finde ich voll geil. Gut. Der ist auch safe. Ich zähle noch 2 Moving Guards und wahrscheinlich noch eine Guard, richtig? Oder haben wir Glück und haben diesmal tatsächlich sogar nur 2 Guards hier oben? Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Warte, ich hole mir noch kurz einen hier hinter die Theke. Ich denke, ich mache das tatsächlich jetzt so nach der Super Safe Variante und ich warte jetzt einfach, bis die wieder hier reinkommen. Das oder ich gehe jetzt gleich darüber in den Taschenladen. Weil da sehe ich jetzt noch auf Anhieb 2 Moving Zips tatsächlich. Oder halt eine kommt ganz hier hinter zu mir. Dann mache ich das auch noch. Also wenn du jede Flasche im Weingeschäft zerstörst, plus den Wagen, plus alle Fenster oben, dürften wir durch sein. Gut, die ist safe. Wenn nicht, kannst du auch hinten die iPods nehmen. Ja, bin ich schon dabei. Oh oh. Geh rein, geh rein, geh rein. Sehr gut.
Nicht gut. Nicht gut, komm her. Sonnenschein. Runter. Gut, der will da hoffentlich jetzt reingehen. Aber wir haben es eigentlich fast. Gut. Du gewusst, dass auch die Kassen mit dazu zählen zu dem Zerstörung, also zu dem Geld. Ja. Ah, das wusste ich tatsächlich. Okay. Da ist noch ein Ausrufezeichen. Ja, das sind beide bei mir. Jetzt brauche ich tatsächlich mal ein Teil zum Binden. Ich bin gerade out of. Ah, warte, mach du die mal, gehen. Dann mache ich die hier im Shop. Oh. Du hast ja noch drei. Konntest du kurz noch die bei mir fesseln, wenn du Zeit hast? Bin schon dabei. Okay, danke. ich bin gerade noch... Die hier bitte auch noch. Was ich auch lustig finde, du kannst ja einfach durch die Sensoren durchlaufen, es wird kein Alarm ausgelöst. Ja. Gerade ist halt auch die andere Sache, wenn sie es nicht stealth wollen, wieso machen die dann zum Beispiel sowas? So. Der war ja leer, das heißt, wir müssen jetzt nur noch kurz im Autogeschäft nachschauen, ne? Autogeschäft steht noch im Ziff in der Ecke. Ja gut, dann den zwinge ich kurz runter. Und der ist auch ein Safe. Eventuell müsstest du den doch noch fesseln, weil... Oder zumindest kurz herkommen, weil ich muss gerade den Safe knacken hier. Und einer muss ihn ja irgendwie kurz dominieren. Boah, Alter, Mall Crusher mit 4 Personen, wenn die das tatsächlich alle können? So mit der Safe-Variante? Geile Sache. Und 12 Zivis gecabelt halt, passt eigentlich super. Oh, bitte, ja. Lass hier den scheiß Geldsack drinnen sein, sonst haben wir ein kleines Problem, sonst ist er nämlich eine Etage tiefer. Ey, wir hatten aber an der einen Stelle richtig Glück. Die eine gerade von unten hatte irgendwie fast was gespottet. Ich weiß noch, mein Rekord, das ist jetzt kein... Yes, wir haben ihn. Mein Rekord liegt hier tatsächlich... Und das ist jetzt kein Scheiß. Ich hatte es geschafft, in 2 Minuten 10 mit einem Kumpel alles hier oben freizuräumen. Das Interessante war halt, wir hatten halt in dem Run eigentlich so viel Pech. Ich gehe so hoch, werde direkt gespottet und da gab es so eine Kettenreaktion. Das Interessante war, jeder oben hat es irgendwie innerhalb von 5 Sekunden oder so alles mitbekommen. Aber, jetzt kommt das Interessante, dafür wurde unten, hat das kein einziger gesehen. Es war nix. Haben wir erstmal so alles down gezwungen, alles easy gemacht und jetzt möchte ich nicht gespottet werden. Danke, Spiel. Ja komm, ich denke, dann habe ich wenigstens wieder mal Let's Play für morgen. Mall Crusher 2 Player Stealth All Possible, No Dead Civs. Das Übliche. Das Übliche. Ja, das Übliche. Holst du die Kasse? Weil, da machst du die Kassen und die vorderen ATMs, dann mache ich die hinteren. Warte mal, wir brauchen noch... Auto. Was hat er gesagt? 25.000? Ja, 25.000, wenn du alle Weinflaschen zerstört hast, kommt jetzt das Auto. Das Auto ist hier im Moment Schrott. Wenn du die hier zerstörst, die Lampen, und weg ist es. Die Lampen, dann kriegen sie es mit. Ja. Aber dafür kannst du wiederum mir diese Teile zerstören, ja, diese. Ja. Die Beleuchtung von oben. So. 4 Sachen haben wir. Ich würde sagen, wir warten jetzt wirklich. Wir machen das wirklich jetzt absolut übersafe. Wir warten einfach jetzt, bis der Heli da ist. Und dann machen wir's. Ich meine, wir haben's. Ich schieße ja gerade noch die Apple-Kopfhörer runter. Vor allem, ja, ist there anything left? Das Geile ist, ne? Wir haben einfach schon alles gemacht und trotzdem ist nichts passiert. Das ist die Kunst beim Stealth einfach nur, ja? Die einzige große Challenge, die wir jetzt eigentlich noch haben, ist Firestarter Day 1, oder? Das ist noch eine Herausforderung, ja. Zählt das eigentlich auch mit zu der Sachbeschädigung hier? Ja, es zählt auch mit dazu. Jawohl. Wenn du die alle hier, also alles zerstört hast, auch die Kopfhörer, sind es glaube ich 15.000.
Nicht schlecht. Wenn man überlegt, dafür das Auto kriegst du irgendwie 5.000, für den kompletten Weinst du irgendwie 15.000 bis 20.000. Ja gut, hier hast du ja sehr viel Bewegung drin und die zwei Ziffs, die hier hinten sind. Boah. Das Einzige, was ich nicht zerstören möchte, ist das Fitnessstudio. Ich gehe nämlich auch leidenschaftlich gerne pumpen. wenn er sagt, irgendwie noch eine Minute oder so, dann können wir schon mal anfangen mit dem ECM-Rush. Welche nimmst du? Warte mal ganz kurz. Ich möchte mal kurz gucken, ob das noch geht. Ja, das geht noch. Okay. Pass auf, da du die weniger Diesel hast, würde ich sagen, gehst du vor zur Kasse. Und, quasi den an der Kasse? Den ja, du, der ja genau, die Kasse und vergiss auch nicht die Kasse an sich. Ja. Und wenn wir das haben. Also, ich mache den vorne bei der Kasse, rechts in dem Durchgang, dann den auf der anderen Seite und den unter mir, wo ich jetzt gerade bin. Genau. Und ich meine, wenn wir jetzt halbwegs uns koordinieren, ich meine, mit zwei Playern sind alle ATMs eigentlich ein leichtes. Ja. Ich kann auch noch den in der Mitte auf der rechten Seite, also bei der Rolltreppe machen. Wir schauen einfach mal. Mach du erstmal deine, ich mach meine und dann, wo wir uns halt so treffen. Aber müsste eigentlich passen. Ich meine, wir haben ja alle Ziffs down. Shit. Vor allem, kommt der Heli überhaupt noch? Juckt den das halt noch? Der ist aber kurz beim Beckes rangefahren, so, jo, hab Hunger. Gib mir mal meine Bestellung hier. Wie lange warten wir jetzt schon? 3 Minuten oder so auf den scheiß Heli bestimmt, ne? Ja. Und der hat sich mal Lebenszeichen von uns gegeben. Ja, sorry, Leute. Beil ist unterwegs, abgestürzt. Ah! Jetzt kommt er. Noch 2 Minuten. Alles klar. Ja, Leute, dann werden wir noch probieren, euch für die nächsten 2 Minuten zu unterhalten. Oder zumindest für die nächste Minute. In einer Minute werden wir mit dem ECM-Rush beginnen. Ah, fuck. Setzt du die ersten zwei? Jo. Sag du nur einfach Bescheid, wenn es bei dir losgehen soll. Also, wie gesagt, sobald... Ich würde aber sagen, wenn du es noch probierst, nochmal zur Kasse Stealth zu kommen. Ab den ATM geht es sowieso nicht mehr. Aber die Kasse im Stealth eigentlich doch ganz praktisch. Ich meine, es ist jetzt nicht viel, was wir uns dadurch sparen, aber wenigstens ein klein bisschen etwas. So, gleich kommt hier nur noch eine Minute und dann kommt unser Zeichen. Vergiss nicht, die Geldtaschen müssen in der Escape. Ja, ja, ich weiß. Aber noch will ich das nicht machen. Weil noch können die halt gespottet werden. Also sobald ja, er sagt, bei einer Minute. One minute. Wenn du die genau gut in die Mitte legst, also wenn du nach unten schaust und die genau in die Mitte von dem Übergang legst. Mach ich gerade. Ja, Mutter, mach ich. So. Dann ist hier die zweite Tasche. Also sobald ich jetzt die letzte platziert habe, können wir sofort starten. Bist du unten bei der Kasse? Ich bin da, ja. Ich bin okay. Fertig. Dann öffne die Kasse. Ich halte den ECM bereit. Auf geht's. Okay, Kasse ist leer. Gut, der ist weg. Sag Bescheid, wenn ich kurz blenden muss, ne? Ja. 10 Sekunden. 8. Okay. 6. Und geht. Oh. Müsste eigentlich gewesen sein jetzt von den ECMs, ne? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Den hier hinten haben wir auch. Wir müssen alles haben, ne? Ich schau nochmal. Plant nochmal kurz zur Sicherheit. Ah, hier ist noch ein Safe. Ist egal, ist nichts da, ist egal, ist egal. Es gibt nur eine Geldtasche in 3 Safes und die hatten wir schon. Wir haben alles. Ich schau grad nochmal. Da ist ein... Okay, schnell komm, Pager, Pager. Oh. Alles unter Kontrolle. Alles easy, Leute. Alles easy. Alles easy. Ha. Wunderschön. Gut, Leute, das war's von mir, von Mark Fresher Stealth. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.